Der Masterstudiengang Prozess- und Projektmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin qualifiziert Sie für Führungsaufgaben in allen betrieblichen Bereichen, zur Leitung von Projekten und zur Optimierung von Prozessen. Er wird als duales Studium in Zusammenarbeit mit Ihrem Arbeitgeber durchgeführt und verbindet so optimal die akademische Wissensvermittlung mit der wirtschaftlichen Praxis. Der Studiengang ist von vornherein angelegt als ein Aufsatzmodul sozusagen für Leute, die als Ingenieure oder als Informatiker oder als Kaufleute tätig sind und die sich im Bereich des Projektmanagements gezielt weiterbilden wollen. Und das können sie bei uns interdisziplinär machen. Der Studiengang verfolgt einen interdisziplinären Ansatz und vermittelt den Studierenden ein prozessorientiertes Verständnis für die Arbeitsfelder und Sichtweisen verschiedener Berufsgruppen, die in gemeinsamen Projekten zusammenarbeiten. Zu den inhaltlichen Schwerpunkten gehören die Themenfelder Strategie, Führung und Organisation, rechtliche Aspekte, operative und ökonomische Steuerung sowie die Vermittlung wichtiger Sozial- und Methodenkompetenzen. Das Wissen darüber, wie Prozesse und Projekte funktionieren, wie sie aufgebaut sind, ist ja erforderlich, um zu verstehen, wie ich sie plane, wie ich sie überwache und wie ich sie beeinflussen kann. Und das genau ist Gegenstand dieses Studiengangs. Eine Besonderheit unseres Studiengangs ist die Verknüpfung von Theorie und Praxis. Die findet beispielsweise im Rahmen der Studienarbeit statt, bei der Probleme aus dem Unternehmen wissenschaftlich gelöst werden. Im Verlauf des Studiums besteht die Möglichkeit, sich in einem Wahlpflichtmodul auf Themen wie Qualitätsmanagement oder agiles Projektmanagement zu spezialisieren, eine zusätzliche TÜV-Zertifizierung zu erwerben oder auch ein Modul an einer Partneruniversität im Ausland zu absolvieren. Nehmen Sie zum Beispiel die Ameisen. Der Ameisenhaufen an sich als Bauwerk ist ja schon faszinierend. Von der Architektur her, von der Statik, von der Gründung, sogar die Haustechnik, Lüftung, Heizung und so weiter funktioniert bei denen perfekt. Aber das eigentlich Faszinierende daran ist ja, wie die das hinbekommen, so ein Bauwerk zu errichten. Und zwar ohne Staus, ohne Störung. Der ganze Arbeitsablauf besteht ja aus Prozessen. Mein Eindruck ist, dass durch das Studium das Bewusstsein besser gefordert wird, die Prozesse zu analysieren und zu optimieren. Für mich ist das Besondere an dem Studiengang, dass wir eine sehr, sehr kleine Gruppe sind, die sehr unterschiedliche Teilnehmer hat. Also wir haben teilweise Leute aus dem Baubereich, aus der IT-Branche, aus dem Dienstleistungssektor. Und dadurch, dass es kleiner ist, haben die Professoren auch mehr Zeit für die einzelnen Studenten. Und das ist halt super, weil man kriegt halt wirklich ein sofortiges Spiegelbild wiedergegeben. Die Präsenzphasen finden wöchentlich statt, freitags und samstags. Neben den Präsenzphasen am Campus können dank der Lernplattform Moodle die Inhalte des jeweiligen Semesters jederzeit zur Vertiefung und eigenständigen Arbeit online genutzt werden. Während Ihres gesamten Studiums werden Sie von der Koordinatorin des Studiengangs betreut. Sie ist Ihre direkte Ansprechpartnerin in allen organisatorischen Fragen. Ebenso steht Ihnen zur Unterstützung Ihres Studienerfolgs und zur fachlichen Begleitung ein Team von Hochschullehrenden, Experten und Dozenten aus Praxis und Forschung zur Seite. Der Studienbeginn ist jeweils im Oktober zum Wintersemester und die Bewerbungsfrist läuft bis zum 15. Juli eines jeden Jahres. Besuchen Sie uns noch heute online und vereinbaren Sie ein persönliches Beratungsgespräch.